Willkommen beim Unboxing und ist das der Soul Republic Soundtrack of Life Master Tracks hier in München. Die haben sie in schwarz bekommen, die gibt es in weiß und in blau noch, beziehungsweise ihr könnt wie immer die vielen verschiedenen Farben von Soul Republic hier benutzen. Ich habe mir vor mir hier ein Cheat Sheet liegen, also hier ist das ganz offizielle Magazin, wo ihr sehen könnt, die gibt es wirklich hier noch in den Farben, die ich gerade erwähnt habe, beziehungsweise noch in interessanten Farben wie Fluoro Red, Iron Green und Progressive Purple. Coming soon, in dem Fall deswegen coming soon, weil die Tracks Master hier einen Lederbereich hier oben haben. Sieht man auch ganz schön eigentlich an der Verpackung. Hier ist alles mit Leder drauf und ich habe hier noch ein paar alte Verpackungen, wo ihr sehen könnt, das ist alles aus Plastik hier, beziehungsweise ich habe ja auch hier das alte Modell zum Beispiel in Rot hier liegen und auch normale In-Ears, damit wir auch alles hier wie immer schön vergleichen können. Natürlich haben wir auch hier wieder einen Mikrofon-Remote. Wir können das Ganze mal hier kurz aufklappen. Schöne Papier hier raus. Also wenn ich sie aufklappe, sehen wir hier auch im Laden, dann, wenn wir sie kaufen würden, zum Beispiel beim Saturn, alles sehr schön schwarz gehalten. Und wir haben zum ersten Mal hier ein bisschen die ovale Form bei diesen Kopfhörern. Und natürlich das Ganze wie immer made for iPhone und so weiter. Das sieht man auch immer schön, wenn man das Ganze hier zugeklappt hat. Und hinten können wir noch ein bisschen die technischen Daten ablesen. Hier zum Beispiel, ich halte es jetzt mal so, dass es die Kamera nicht auf mein Gesicht fokussiert. Genau, so. Zum Beispiel Virtually Indestructible natürlich, wie immer, sehr schön stabil das Ganze gebaut. Es ist ein Carrying Case mit dabei und natürlich die X3 Sound Engine, die das Ganze sehr schön brauchbar machen soll. Das Mikrofon kann man natürlich aber auch bei Android und BlackBerry benutzen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich am besten hier das Ganze aufkriege. Wahrscheinlich hier unten, wo das Ganze abgeklebt ist. So, während ich das hier probiere aufzumachen, kann ich erzählen, wir haben ein schwarzes, rotes und weißes hier zum Verlosen auf techhive.de für unser Redesign bald, also schon auf jeden Fall ungefähr Ende Juli, Anfang Juli rein auf techhive.de für unser Redesign und das Gewinnspiel. So, hier rausgenommen aus der Verpackung und fangen wir mit dem Headband an. Wie immer sehr leicht, sehr angenehm. Und jetzt zeige ich euch, wieso das Virtual Indestructible ist. Tada! Darf nicht brechen bei Soul Republic und vor allem kann man es auch wirklich noch so hier biegen in jede Richtung. Natürlich hier das Leder oben drauf, sieht man, dass es natürlich etwas drunter, ja, was heißt nicht leidet, es biegt sich halt mit. Fühlt sich allerdings auch sehr schön an, schön weich und vor allem durchgehend hier auf dem Kopf auch, überall wo es aufliegt, erhält man hier wirklich diesen weichen Bereich oben drauf. Dann haben wir hier die einzelnen Ohrmuscheln. Kann man hier schön rausnehmen. Etwas anders verpackt wie bei den alten. Ich habe die alten etliche Male ausgepackt. Wie immer steht hier drauf rechts und hier auch einmal ganz klein rechts. Heißt, ich kann das Ganze hier einfach rechts hier draufziehen. So. Und links genau das gleiche nochmal. Ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass der Kopfhöreranschluss unten ist. Es werden nämlich links und rechts die Kabel wie immer direkt angeschlossen. Bei BlackBerry und bei Android übrigens funktionieren die Mikrofone auch, wie schon erwähnt, gerade eben. Allerdings kann man dann die Bedienung nicht verwenden. Also ihr könnt jetzt nicht Lautstärke oder Songtitel ändern. Ich probiere jetzt noch an das Kabel dran zu kommen. Bin mal gespannt, welche Farbe. Ich nehme mal an schwarz, denn die sind ja hier komplett schwarz. Nicht so farbig. Genau, einmal komplett schwarzes Kabel. Muss ich jetzt hier aus dieser Folie noch kurz hier befreien. Das ist immer das Problem, wenn man es wirklich zum allerersten Mal auspackt. Es dauert noch ein bisschen länger. Im englischen Video gleich wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schneller gehen. So. Und was ich hier gleich auch noch mitgesehen habe, es ist nicht nur das Kabel dabei, sondern, weil es wahrscheinlich eher für DJs noch gedacht ist, so ein Adapter von 3,5 mm auf 5,25 glaube ich, ist die Größe. Schön vergoldet. Zum Einstecken nicht drehen. Also hier müsste ich jetzt das Ende einfach anstecken. Man kann es nicht aufdrehen. Effektiv, aber halb so wild übrigens. Hier auch nochmal schön gummiert. Und hier habe ich natürlich dann schon das schöne Kabel. Kein Flachband in dem Fall übrigens, aber auch gummiert außen. Das heißt, es könnte Schmutz dran hängen bleiben, aber es ist ja schwarz bzw. grau. Von daher wird es das wahrscheinlich nicht tun.
Aber wir haben hier auch nochmal, wie immer, links und rechts aufgedruckt bei den zwei separaten Enden. Das heißt, ich kann jetzt hier mal kurz schauen, rechts muss rechts rein. Alles vergoldet übrigens. Dient natürlich dafür, dass die Daten ideal übertragen werden. Hoffen wir mal, dass es nach ein paar Jahren nicht abgeht. Und das andere Ende, wie immer, einfach. Hier steht eine 6312 drauf und vierpolig. Und auch das Remote in dem Fall, wie immer, sehr schön leise Tasten hier. Das Mikrofon, was war das denn, ist innen. Und hier Soul Republic steht nochmal schön aufgedruckt. Meine Kamera wird wie immer, glaube ich, nicht drauf fokussieren. Aber schaut trotzdem recht schick aus. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo war rechts und links. Links. So. Wie immer, die liegen nicht auf den Ohren auf diesmal, sondern die sind um die Ohren herum. Das finde ich immer ein bisschen angenehmer. Fallen auch nicht runter, egal wie stark ich meinen Kopf schüttel oder bewege. Das ist schon mal sehr gut. So sehen sie von der Seite aus. Ich sehe jetzt nicht, ob ihr mich im Video seht, aber ich denke mal schon. Also auch recht schick. So, jetzt brauche ich noch was mit Musik. Samsung Galaxy S3 in dem Fall. Schön oben anstecken. Und was höre ich jetzt? Ich höre jetzt Rest of My Life von Ludacris. Ich mache es mal ein bisschen lauter. Ich glaube, ich habe gerade nur die halbe Lautstärke. So, zum Vergleich nehme ich jetzt mal die V10 hier. Es sind nicht die V12, also der Premium-Bereich in den On-Ear von Soul Republic, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal, das gleiche Lied. So. Klingen ähnlich gut, sind aber nicht ganz so bequem auf meine Ohren und der Bass ist doch irgendwie noch ganz anders hier auf den Master-Tracks. Also ich verstehe schon, wieso die hier eher für DJs sind. Was ich jetzt noch ganz kurz zeige, bevor ich mich hier verabschiede, wenn ich schon mal hier natürlich diese V10 hier da habe. Und zwar, man kann auch hier das Headband von den alten sozusagen Produkten für die neuen hernehmen. Dann schaut das Ganze natürlich nicht ganz so schick aus, wie ihr hier sehen könnt, weil das Ganze ja hier ein Leder hat. Innen ansonsten hier ja nur innen. Also einfach abziehen. Und dann hier auch wieder links und links. Funktioniert jetzt schon mal für eine Seite wunderbar. Kann es auch im Bild direkt machen, wenn ihr wollt. Und wir haben übrigens in der Verpackung noch vergessen, da ist noch eine Hülle. Von daher setze ich das Ganze jetzt einfach mal so auf. Immer noch sehr bequem, sehr stabil. Auch hier kann man die Länge wieder verändern. Sie rutschen etwas leichter, glaube ich, auf denen hier, aber es kann auch nur daran liegen, dass sie schon etwas, in Anführungszeichen, älter sind. Ein paar Monate, die roten. So, ich höre jetzt ein bisschen Musik und währenddessen packe ich hier noch die Hülle aus. So, also wie ich sehen kann, wie immer ein Mini-Handbuch oder Handbuchseiten, ein Soul Republic Aufkleber für euer Notebook zum Beispiel. You'll never listen to music the same way again, kurz die ganzen Social Media Seiten, noch ein kleines Handbuch und wie ihr hier sehen könnt, eine schicke Tasche, die nicht aus Neopren ist diesmal, sondern hier mit einem kleinen Karabiner-Loch eventuell, wo ihr die Tasche aufhängen könntet irgendwo und hier vorne. Hier schön zum Aufmachen und drinnen ist das Ganze ein bisschen schöner, denn es ist wirklich hier so etwas Weiches drinnen. Also die Kopfhörer werden auf keinen Fall zerkratzen, wenn ihr sie hier drin lagert. Ihr könnt das Ganze wieder so schön zumachen und das ist eigentlich auch eine ideale Tasche, um einfach meine Notebook-Kabel mitzunehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt mit den Mastertracks HD oder nur Mastertracks hier von Soul Republic. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balazs Gál und nicht vergessen zu abonnieren.